Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem Kindergottesdienst. Super, dass du dabei bist. Ihr schaut jetzt vielleicht online zu, aber vielleicht bist du auch gerade in unserem Präsenzgottesdienst. Was ist ein Präsenzgottesdienst? Das bedeutet, das sind die Gottesdienste, wie wir sie früher hatten. Das heißt, wir sehen uns wirklich, du und ich. Und das haben wir wieder. Wir haben wieder unseren Präsenzgottesdienst, den Gottesdienst, wo wir einander Hallo sagen können und miteinander Kindergottesdienst machen können. Also egal, wo du gerade sitzt, herzlich willkommen. Aber ich möchte euch einen schönen Gruß von denjenigen aus dem Kindergottesdienst, aus dem Präsenzgottesdienst übermitteln. Letzte Woche, da haben wir ja zusammen diese wunderbare Bastelarbeit gemacht, die so richtig kreativ war. Wart ihr auch zu Hause kreativ? Wisst ihr noch? Da haben wir dieses Stoffbild gemacht. Und die Kinder im Präsenzkindergottesdienst, die haben das so toll gemacht, dass ich gedacht habe, ich mache einfach mal ein paar Fotos und zeige die euch, damit wir daran gemeinsam Anteil haben können, wie wunderbar Gott uns begabt hat und wie jeder unterschiedlich ist. Und das so toll gestaltet hat. Schaut euch mal die Bilder an. Die sind doch echt klasse geworden, oder? Wie ist deins geworden? Hast du auch ein schönes gemacht? Wir haben das ja gebastelt, weil wir gesagt haben, der Paulus, der war ein Zeltmacher und deswegen wollten wir auch mal ein bisschen was mit Stoffen arbeiten. Heute haben wir natürlich auch wieder eine schöne Bastelarbeit, die Spaß macht. Aber erstmal gehen wir in unsere Geschichte rein, okay? Also wir sind ja gerade mit dem Paulus auf dem Weg. Paulus, der hat heute, hören wir, seine dritte Missionsreise angefangen. Was bedeutet das? Das heißt, er ist ein drittes Mal, hat er sich auf den Weg gemacht durch die vielen Länder. Wie hat er das gemacht? Mit Flugzeug? Nein. Mit Auto? Nein. Mit dem Pferd? Ich glaube eher nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er die meisten Strecken zu Fuß gelaufen ist. Könnt ihr euch das vorstellen, dass ihr durch mehrere Länder reist und zu Fuß geht? Und Paulus hat das getan. Warum? Denkt an die Vision, die er letztes Mal gesehen hat. Weil er von Gott ermutigt wurde. Gott hat zu ihm gesagt, Paulus, rede und schweige nicht. Hab keine Angst. Ich bin mit dir. Und deswegen hat er sich auf diese Reise gemacht. Und wir begleiten ihn. Mal schauen, was er jetzt erlebt hat. Paulus reiste von Lydia, die in Philippi wohnte, weiter nach Beröa, von dort nach Athen, schlussendlich nach Korinth. Dies war eine große Stadt des Römischen Reiches. Dort lernte er einen Christen jüdischer Herkunft namens Aquila kennen. Er war vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien nach Korinth übergesiedelt. Weil Kaiser Claudius allen Juden befohlen hatte, dass sie Rom verlassen sollen, Paulus besuchte die beiden. Und weil sie wie er von Beruf Zeltmacher waren, arbeiteten sie schließlich zusammen und Paulus wohnte bei ihnen. Paulus lehrte an jedem Sabbat in der Synagoge und was er sagte, überzeugte manche Juden und Griechen. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, setzte Paulus seine ganze Zeit dafür ein, die gute Nachricht weiterzuerzählen, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist. Doch die Juden widersprachen ihm und machten sich lustig über das, was er lehrte. Da schüttelte Paulus den Staub von seinen Kleidern als ein Zeichen dafür ab, dass er sie Gottes Urteil überließ. Er sagte,
Ich bin nicht schuld an eurem Tod und Verderben. Von jetzt an werde ich den nichtjüdischen Völkern Gottes Botschaft verkünden. Mit diesen Worten verließ er die Synagoge und lehrte von da an im Haus von Titus Justus. Dieser Mann glaubte an den Gott Israels, obwohl er kein Jude war. Sein Haus stand direkt neben der Synagoge. Schließlich fand sogar Crispus, der Vorsteher der Synagoge, zum Glauben an Jesus, zusammen mit allen, die in seinem Haus lebten. Und noch viele andere Korinther, die Gottes Botschaft gehört hatten, fingen an Jesus zu glauben und ließen sich taufen. Eines Nachts sprach der Herr in einer Vision zu Paulus: Hab keine Angst, predige weiter und schweige nicht. Ich bin bei dir und niemand kann dir etwas anhaben, denn viele Menschen in dieser Stadt werden an mich glauben. Und er blieb 1 Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Wow, das war jetzt Paulus' dritte Missionsreise. Er hat echt so viel Energie für Gott aufgewendet. Er ist nicht müde geworden. Er wusste, er soll reden und nicht schweigen. Und so ist er mit dem Flugzeug? Nein. Mit dem Auto? Nein. Er ist zu Fuß wieder durch die ganzen Länder gereist, um den Gemeinden, die er schon gegründet hatte, die zu ermutigen und auch zu ermahnen, wo Korrektur benötigt wird, dass sie wirklich den Weg mit Jesus gehen. Ja? Und das hat er gemacht. Das ist eine gute Sache, dass er ihnen da geholfen hat, auf dem richtigen Weg mit Jesus zu gehen und zu bleiben. Ja, das brauchen wir. Wir brauchen das, dass uns die Prediger und die Lehrer auf dem Weg, auf dem Wort Gottes halten. Ganz wichtige Sache. Und auf diesem Weg durch die vielen Gemeinden, die er ermutigen wollte, da hat er natürlich allen von Jesus erzählt. Er ist durch die vielen Städte und Dörfer gereist und hat ihnen erzählt von dem Retter Jesus. Dieser Retter Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der auferstanden ist, der uns unsere Sünden vergeben möchte und möchte, dass wir wieder Kinder Gottes werden. Das war eine so gute Botschaft, die er allen erzählen wollte. Zuallererst natürlich aber auch den Juden, denn die hatten ja auf ihren Messias, auf ihren Retter gewartet, den Gott ihnen schon versprochen hatte. Manche haben das jetzt angenommen, ne, dieses Geschenk angenommen, manche aber auch nicht. Das ist immer eine eigene Entscheidung. Aber Paulus hat weiter geredet, er hat nicht aufgehört zu reden. Und was ist passiert? Zeichen und Wunder sind geschehen. Er hat Kranke geheilt. Manche Kranke, haben wir gehört, wurden sogar davon geheilt, dass einfach nur die Schweißtücher von Paulus auf sie gelegt wurden. Und sie sind wieder gesund geworden. Was für Wunder. Das hat dann auch die Zauberer irgendwann überzeugt, die gesagt haben, wow, was habt ihr für einen Gott? Das ist ja so genial. Der ist echt mächtig. So ein mächtiger Gott. Und sie haben an Gott geglaubt. Wusstest du, dass jeder an irgendetwas glaubt? Ja? Woran erkennt man dann, dass jemand an etwas glaubt? Das erkennt man daran, dass man seine Zeit dafür benutzt, dass man die ganze Zeit darüber nachdenkt, die ganze Zeit darüber redet, dass man da eine feste Überzeugung im Herzen hat. Keiner darf was dagegen sagen. Oder dass man auch zum Beispiel sein Geld dafür ausgibt. Daran merkt man das, was einem wichtig ist und an was man wirklich glaubt. Ja? Bei manchen ist das vielleicht der Sport, bei manchen ist es der Fußball. Die nehmen echt sich viel Zeit dafür, gucken alle Spiele, reden die ganze Zeit davon. Und ja, wenn das irgendwann dein ganzes Leben einnimmt, dann wird Gott so ein bisschen an die Seite gedrängt, wenn du an Jesus glaubst. Da muss man aufpassen. Bei manchen ist es auch, dass sie Fans sind von irgendwelchen Stars. Und die ganze Zeit, das ist das Allerwichtigste. Wer ist der Allerwichtigste?
Jesus, genau. Wenn wir an Jesus glauben, soll er der Wichtigste sein. Manche glauben aber auch an andere Götter zum Beispiel. Ne? Es gibt ja verschiedene Religionen, die glauben dann an einen anderen Gott. Jeder Mensch glaubt an irgendeinen Gott oder nimmt sich Zeit oder ehrt etwas mit seinem Leben. Und da muss man gucken, was ist an deiner ersten Stelle? Ja? Was ist an deiner allerersten Stelle? Und diese Zauberer, die haben sich bekehrt. Und was haben sie dann gemacht? Bekehren heißt umkehren. Das heißt, dass ich nicht mehr das mache, was ich vorher gemacht habe. Und das bringt uns zu unserer Bible Time. Genau. Lasst uns mal aufschlagen zusammen. 2. Korinther 5, Vers 17. Was steht da? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch kurz Pause machen und das aufschlagen. Ist ein bisschen schwieriger zu finden, ist im Neuen Testament. Okay, wenn ihr es gefunden habt, dann wollen wir das zusammen lesen. Da steht in 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, in Jesus, so ist er eine neue Schöpfung, das heißt neu gemacht. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden. Wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann soll das Alte vergangen sein. Ja? Dein altes Leben, das lässt du hinter dir. Da, wo du gelogen und betrogen hast, da, wo du Dinge falsch gemacht hast, das ist dein altes Leben. Das soll vorbei sein und es ist alles neu geworden. Jetzt hören wir auf Jesus, auf Gottes Wort und tun das, was er sagt. Wir legen die Sünde ab und tun das, was Gott sagt. Ja? Und das ist ganz wichtig. Und die Zauberer, die haben genau das gemacht. Sie haben ihre Zauberbücher genommen, haben sie verbrannt, haben gesagt, unser altes Leben ist vorbei. Jetzt leben wir für Jesus. Das ist doch klasse, oder? Die haben richtig das festgemacht mit Jesus. Die wollten nicht mehr zurück in ihr altes Leben. Und diese Bücher, die waren ganz schön teuer gewesen. Ja? Wenn du etwas hast, was zu deinem alten Leben gehört, was falsch ist, dann musst du das ablegen. Egal, ob es Geld kostet oder nicht oder gekostet hat. Ja? Das musst du ablegen. Das tut dir nicht mehr gut. Das gehört nicht in dein Leben mit Jesus. Lügen gehört nicht mehr in unser Leben. Stehlen gehört nicht mehr in unser Leben. Andere Götter gehören nicht in unser Leben. Wer ist unsere Nummer eins? Jesus, unser Vater im Himmel. Der Heilige Geist, Gott ist unsere Nummer eins dann. Ja? Es ist ganz, 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 ganz wichtig, dass wir unsere Zeit, unser Denken, unser Sprechen, unsere Energie, unsere Kraft, was wir tun, auch unser Geld, dass wir all das für Jesus, für unseren Vater im Himmel aufwenden, dass wir das für ihn benutzen, dass wir uns Zeit nehmen für ihn, jetzt wie du jetzt gerade, für den Kindergottesdienst. Gut gemacht, gute Wahl. Das zeigt, dass er deine Nummer eins ist. Ganz wichtig. Das alte Leben ist vorbei, alles ist neu geworden. Aber wenn wir das wirklich leben, dann kann etwas passieren in unserem Leben. Etwas Unangenehmes. Nämlich, dass andere sich daran stoßen. Dass wir anecken. Dass andere sagen, was ist los mit dir? Früher war es für dich doch kein Problem, wenn wir andere geärgert haben. Warum ist es für dich auf einmal ein Problem? Warum kannst du auf einmal nicht mehr lügen? Warum hast du für mich sonntagmorgens keine Zeit mehr, um zum Fußball zu gehen? All diese Dinge, wo die anderen wichtiger sind, wo wir aber sagen, nein, Jesus ist jetzt meine Nummer eins. Ich habe gesagt, Jesus ist derjenige, der entscheidet in meinem Leben. Und ich nehme mir die Zeit für den Gottesdienst. Ich nehme mir die Zeit, um Bibel zu lesen. Ich lüge nicht mehr, ich stehle nicht mehr. Alles ist neu geworden. Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe ein reines Herz und ich lebe für Jesus. Und das ist total wichtig. Das gefällt nicht jedem.
Das haben wir in der Geschichte gehört mit dem Demetrius. Der war richtig sauer. Mensch, diese Christen, die machen, dass die Leute nicht mehr die Tempel kaufen, die wir so toll bauen. Ich als Silberschmied, ich habe mir da so viel Mühe gegeben und das ist mein Beruf. Und keiner will die mehr kaufen, wenn der Paulus alle bekehrt. Das geht so nicht. Und er hat sich so doll aufgeregt und alle hat er mitgezogen und die haben sich alle aufgeregt. Aber Gott hat für Paulus gekämpft. Manchmal müssen wir gar nicht selber was sagen. Manchmal erledigt Gott das so, dass es von alleine sich auflöst. Und da war dieser Beamte, der für Paulus in gewisser Weise, ob er es wusste oder nicht, gesprochen hat und gesagt hat, hey, hört auf damit mit diesem Aufstand. Wenn ihr wirklich eine Klage habt, dann geht und beklagt das richtig vorm Gericht. Wir machen das hier ordentlich, sonst kriegen wir nachher noch Ärger. Ja, so hat Gott Paulus da rausgeholt. Du musst einfach nur Gott treu sein. Ja, lass Gott deine Nummer eins sein in deinem Leben. Nummer eins, Nummer eins, Jesus ist. Er war und er bleibt. Die Nummer. Wir wollen heute zusammen etwas Tolles basteln und zwar entweder könnt ihr eine Silbermünze basteln oder viele könnt ihr auch machen, weil der Demetrius, der war ja Silberschmied, oder ihr könntet auch ein schönes Schmuckstück basteln. Hier habe ich zum Beispiel einen Anhänger gemacht oder ihr überlegt euch einfach, was ihr machen wollt. Also eure Kreativität ist da wieder keine Grenze gesetzt. Wir machen jetzt zusammen diese zwei Dinge und dann könnt ihr euch überlegen, was ihr gerne wollt, okay? Also, ich fange jetzt mal mit der Münze an. Dafür nehme ich mir, ach so, was brauchen wir eigentlich? Wenn ihr wollt, könnt ihr eine Vorlage haben, um einen Kreis auszumalen. Da habe ich hier einfach so einen Deckel. Dann braucht ihr ein Stück Pappe. Ihr braucht Alufolie, eine Schere, ein Stift wäre gut und ein Zahnstocher am besten, um so ein bisschen Muster reinzuritzen. Ja? Wir fangen jetzt damit an mit unserer Münze. Dafür malen wir jetzt einfach hier ringsherum um diesen Deckel, sodass ein Kreis entsteht. Genau. Und den schneiden wir jetzt aus. So. Und dann nehmen wir uns, machen wir hier noch ein Schmuckstück. Da können wir einfach irgendeine Form wählen, die rund oder eckig ist, wie ihr das möchtet. Ich mache hier so eine ovale Form, wie so ein Ei. Ja. So wird das ausgeschnitten. Und dann schneiden wir uns ein Stück Alufolie. Schaut mal, ihr legt das einfach da drauf und dann guckt ihr, dass das ungefähr doppelt so groß ist, ja? So. Und dann wird das da drinnen eingewickelt. Eine Seite ist die schöne Seite, die so richtig schön glänzt. Und die andere Seite ist die Rückseite. Wenn ihr natürlich beide Seiten benutzen wollt, da kann ich euch auch einen Trick zeigen. Das mache ich dann gleich bei der Münze. Hier bei dem hier zeige ich euch jetzt, wie es ist, wenn man eine Vorder- oder Rückseite hat und eine Rückseite hat. Also wir klappen jetzt hier einfach alles auf die Rückseite. So, wenn es hier wieder überstehen würde, dann schneiden wir das einfach nochmal ab. So, sodass diese Seite schön ist und die Seite die Rückseite ist. Und hier sehen wir, da haben wir viel übrig. Da schneiden wir das so ein bisschen ab. Hier die Ecke ab und dann
wickeln wir alles auf die Rückseite, okay? So. Und da könnt ihr jetzt sehen, dass die Rückseite so ein bisschen unschöner ist, sage ich jetzt mal so. Und die Vorderseite ist ganz glatt. Und das können wir gleich benutzen, um da ein Muster reinzumachen. Okay? Und jetzt kommt unsere Münze. Die Münze, da brauchen wir auch so ein Stück Alufolie. Und bei der Münze, da wollen wir gerne, dass wirklich nicht, dass die Vorder- und die Rückseite, dass wir die gestalten können. Und dann machen wir das so, dass wir das hier am Rand zusammendrücken. Ja? Machen, das kann man richtig so zu einer, wie soll man das sagen, wie so eine Schlange am Rand machen. Seht ihr das? So einfach an der Seite am Rand zusammendrücken. So. Sieht sogar ganz gut aus. Bei einer Münze, vielleicht habt ihr das mal gesehen, dass die Münzen oft auch so Rillen am Rand haben oder einen dickeren Rand haben. Ja, so, dann sieht das sogar richtig gut aus. Ich zeige euch das gleich nochmal, wie es zu Ende, wie es dann am Ende aussieht. So, schön rund machen, wie eine Münze. So, hier seht ihr die Vorder- und die Rückseite, beide sind schön und der Rand, der ist jetzt dick geworden, dadurch, dass ich die überschüssigen Sachen alle am Rand zusammengedrückt habe, ja? Das ist aber völlig in Ordnung so. So, und bei der Münze, da möchte ich jetzt gerne drauf schreiben, wie viel meine Münze wert ist. Das ist in meinem Fall, da mache ich jetzt einfach eine 5. Das ist ein 5 Silberstück. Wie nennen wir das? Ich nenne was 5 Euro oder 5 Pfund. Weiß nicht, wie eure Münze heißen wird. Ich bin gespannt. So, jetzt kommt hier die 5 drauf. Mit dem Zahnstocher ritzen wir das ganz vorsichtig rein. Wir wollen die Folie nicht kaputt machen, sondern wir wollen einfach nur da so ein bisschen oberflächlich das einritzen. Ja? Und auf die Rückseite kann man jetzt hier einfach... Vielleicht habt ihr mal eine Münze gesehen. Auf der Rückseite sind manchmal Tiere drauf oder vielleicht eine Blume oder irgendein Muster. Da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich mache hier jetzt, was mache ich drauf? Einen Stern mache ich drauf. Mein Stern ist ein Davidstern, der besteht aus 2 Dreiecken, die so übereinander gelegt werden. So, und dann kann man hier einfach noch ein bisschen was einritzen. So, das ist jetzt die Rückseite von meiner Münze. Und das ist die Vorderseite. Also, bin gespannt, wie eure aussehen. Und bei dem Anhänger, da mache ich schon mal ein Loch rein mit meinem Zahnstocher. Für später, dann kann ich da einen Faden durchziehen, wenn ich möchte. So. Das Loch hier durch und dann kann man hier zum Beispiel eine schöne Blume drauf machen oder was ich jetzt mache ist eine Krone. Mach mal eine Krone drauf. Oh, die kann man dann schön verzieren. Jetzt habe ich ein königliches, eine königliche Krone hier drauf. Denk dran, nicht zu doll ritzen. Geht die Folie kaputt. So, hier oben noch ein paar Steinchen drauf. Jetzt habe ich einen Kronenanhänger. Was macht ihr bei euch drauf? Wisst ihr das schon? Überlegt euch mal was. So, und hier seht ihr, ihr könntet jetzt ganz viele Münzen machen, Silbermünzen oder eben auch schöne Schmuckstücke. Also, viel Spaß dabei. Seid mal schöne Silberschmiede. Ich bin gespannt, was bei euch bei rumkommt.
hier kommen unsere Wiederholungsfragen. Frage Nummer 1. Was geschah, als Paulus den Zauberern von Jesus erzählte? Erstens, sie verwandelten ihn in ein Eichhörnchen. Zweitens, viele bekehrten sich und verbrannten ihre Zauberbücher. Drittens, viele bekehrten sich und zauberten jetzt für Jesus. Welche Antwort ist richtig? Antwort Nummer 2 ist richtig. Viele bekehrten sich und verbrannten ihre Zauberbücher. Und die nächste Frage. Wofür wurden die silbernen Tempel der Diana benutzt, die Demetrius herstellte? Erstens, als Hundehütte. Zweitens, nur zur Dekoration. Oder drittens, um die Göttin Diana anzubeten und zu ehren. Was denkt ihr? Welche Antwort ist die richtige? Antwort Nummer 3 natürlich, um die Göttin Diana anzubeten und zu ehren. Und auf zur nächsten Frage. Warum war der Silberschmied Demetrius gegen Paulus? Erstens, er hatte Angst, dass Paulus den Tempel der Diana kaputt macht. Zweitens, er hatte Angst, dass keiner mehr seine Götzentempel kaufen will. Oder drittens, er hatte Angst, weil Paulus so viele Muskeln hatte. Welche Antwort ist die richtige? Antwort Nummer 2 ist richtig. Er hatte Angst, dass keiner mehr seine Götzentempel kaufen will. Und die nächste Frage. Wer beruhigte die Menschenmenge? Erstens, ein hoher Beamter beruhigte alle. Zweitens, ein Engel kam und sagte, beruhigt euch. Oder drittens, die Zauberer verzauberten alle, sodass sie sich beruhigten. Welche Antwort ist die richtige? Antwort Nummer 1 ist richtig. Gut aufgepasst. Und die letzte Frage. Welcher Buchstabe gehört in die Lücke unseres Lernverses? Erstens O, zweitens E oder drittens A? Welcher Buchstabe passt in die Lücken rein? Ihr könnt ja einfach mal kurz auf Pause machen und alles ausprobieren. Probiert die Lücken mit O, dann mit E und dann mit A. Glaubt mir, das ist echt lustig. Und? Habt ihr es herausgefunden? Was kommt in die Lücke rein? Ah, natürlich. Allen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. So, das war jetzt das letzte Mal, dass wir diesen Lernvers hatten. Wie ging der Lernvers nochmal? Allen aber, die ihn aufnahmen, die Jesus aufnahmen und an seinen Namen glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Johannes 1, Vers 12. Ich hoffe, ihr vergesst das nicht, dass wirklich jeder Jesus in sein Herz aufnehmen kann, indem er an ihn glaubt, indem er sein Vertrauen in ihn legt und ihn annimmt. Ja, ja, das war unser Lernvers und ich möchte gern, dass ihr wirklich wisst, wir sind jetzt, wenn wir Jesus im Herzen haben, eine neue Schöpfung. Wir sind neu gemacht. Alles Alte ist vorbei. Alles ist neu geworden. Wir leben jetzt Gottes Leben. Wir leben jetzt ein heiliges Leben. Ja? Lasst uns das zusammen tun. Guck in das Wort Gottes. Guck in die Bibel rein. Wie Gott möchte, dass du lebst. Das steht da drinne. Das steht da drinne. Lies in Gottes Wort. Das tut dir gut. Und dann wirst du darüber nachdenken, darüber sprechen, wirst deine Zeit damit verbringen, wirst Gott auch von deinem Geld geben, weil du ihn damit ehren möchtest. Du wirst Gott mit deiner Zeit ehren, indem du zum Gottesdienst gehst, indem du dir den Kindergottesdienst vielleicht auch zu Hause anschaust. Dann wirst du davon voll sein und die Menschen werden das sehen. Nicht jedem wird es gefallen. Aber hab keine Angst, Gott ist mit dir, genauso wie er mit Paulus war. Und er kämpft für dich. Sei du für Gott.
Gott ist für dich. Tschüss.